Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele das Schwein. Ja, und ich spiele mit den Perks Korrupte Invention, Kein Ausweg, Blutwächter und Vergissmeinnicht. Bin hier ein halber Freddy und auch komplett aufs Endgame ausgelegt. Und dort hinten habe ich direkt Leute gesehen. Oh, ich bin zu hektisch gewesen. Hab ich dich? Du läufst da lang, okay. Also, dass er den Loop da noch machen wollte, war er riskant unterwegs. Oh, hallo. Okay, ich gehe jetzt auf dich. Gut, ja, also mein Pöppel ist auf Endgame ausgelegt. Und ich dachte, ich wollte halt insbesondere jetzt mal Vergissmeinnicht mitnehmen. Weil das geändert wurde. Nehmen. Okay. Genau, denn Vergissmeinnicht wird du bekommst jetzt auch Zeichen für Vergissmeinnicht. Vorher war es ja so, wie fange ich an? Vorher war es so, Vergissmeinnicht, du bekommst Zeichen, wenn du einen Grundangriff auf die Besessenheit machst. Ne? Jetzt ist es so, du bekommst schon Zeichen. Du bekommst auch Zeichen, wenn du Spezialangriff auf die Besessenheit machst. Ich glaub's nicht. Wer bist du? Claudette, perfekt. Claudette ist genau die, die ich jetzt brauche. Um meine Zeichen hier zu sammeln. Eins, zwei, drei. Okay, nee, die ist über alle Berge, ne? Oh, und ich bekomme da auch noch den. Mensch, Claudette, ich brauche doch den Schlag. Schade. Ich weiß nicht, ob die irgendwie was hat, um schneller über Sachen zu hüpfen. Das gibt's da nicht. Okay, das war richtig schlecht gespielt. Immerhin hat Schweit einen Eisenhut auf dem Kopf. Ey, was mache ich hier? Okay. Nee, 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 ich loop dich nochmal so rum. Wir kriegen nochmal das Mindgame hin. Diesmal nicht. Ich glaub's nicht. Okay, die Claudette ist gerade in meinem Kopf drin. Raus da, Claudette. Ich jage jetzt jemand anderen, dann hole ich sie mir. Ich muss eigentlich die Claudette jetzt schlagen, aber es funktioniert gerade nicht. Ich habe alles versucht, ihr habt's gesehen. Keine Ahnung, ich habe es gerade auch einfach übel schlecht gespielt. An dieser LT-Mauer. Naja. Was war das, David? Okay. Ja, ich versuche jetzt einfach schnell die ganzen Fallen auf die Leute zu bringen und damit dann meinen Druck zu machen. Ach, er hat nur angetäuscht, als wäre er hier lang und ist da lang. Die sind gut, die Überlebenden. Die sind richtig gut. Oh, Claudette, ja. Schenk mir einen Schlag. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich meine, jetzt zieht die Gens durch, aber dafür braucht er dann vielleicht auch länger bei den Toren. Ich habe ja extra Vergissmeinnicht dabei. Ich glaube, die hat irgendwas mit, um schneller über Sachen zu hüpfen. Jetzt wird sie wieder darüber hüpfen. Nee. Okay. Jetzt musst du werfen. Okay. Die anderen sind alle drei gesund und ziehen Gens durch. Oh, und ich. Wieso hat die jetzt einen Sprintboost? Ich könnte mir vorstellen, dass sie den Sprintboost auf 99 gehalten hat. Unglaublich, ne? Nee, nee, die. Ja, ja, das ist ein Ziel, was ich eher mehr holen kann. Gerade, ich krieg's gerade. Die Claudette ist gerade einfach viel zu gut für mich. Ich krieg's gerade wirklich einfach nicht gebacken, ne? Ich meine, das Wichtigste ist halt, dass ich es mitbekomme. Richtig. Und mir andere Ziele rechtzeitig hole. So. Du kommst mit. Ja, du kommst hier runter. Okay, okay, okay. Noch lässt er mich. Einmal.
Okay, und ich habe den Haken. Perfekt. Zweites Zeichen für keinen Ausweg ist das zumindest. Die Palette war weg, oder? Hier war niemand mehr. Nein. Twite. Warte, nehm. Ja. Hab ich dich. So, du kriegst auch noch eine auf den Kopf. Oh, der Gen hier um die Ecke, der ist richtig weit. Das ist nicht gut. Oder? Oh, Hans, die Claudette dran. Die Claudette, die wieder einfach in meinem Kopf drin ist. Raus da! Ich krieg dich nicht, Claudette. Merkst du es nicht? Lass mich! Okay, da unten wurde gerettet. Kriege ich zumindest einen Schlag vielleicht auf den Retter-Twite. Okay. Ja, okay, und jetzt? Okay, okay, okay. Ja, ich sehe, dass das Quatsch ist. Ja, sehr. Oh, die will ich. Hab ich dich? Das ist richtig gut. Weil damit habe ich direkt drei Zeichen für Vergissmeinnicht bekommen. Setze ihr jetzt auch direkt eine Falle auf. Und kann sie jetzt hierher hängen. Ja, dachte ich mir, dass der Kollege jetzt hier ist. Oh. So sehr sind sie also schon da. Okay, versuchst du es wieder. Okay, na gut, du hast es versucht. Dich. Schön ist, Claudette hat eine Falle auf, der andere Twite hat eine Falle auf. Die sind gerade nicht wirklich am Reparieren. Ah, ich hätte nochmal Claudette schlagen sollen. Um halt mir das Zeichen nochmal zu holen. Das Ding ist halt, ich könnte mich jetzt einfach hier halt neben den Twite stellen, weil die sind alle verletzt, müssen sich alle erstmal heilen. Bevor sie eine Rettung versuchen können. Okay, hier trete ich auch kurz gegen. Meine Gens sind alle hier in der Nähe. Ja, an dem wurde nicht weiter gearbeitet. Das meine ich. Hallo? Claudette wurde geheilt. So, wir kriegen das vielleicht wirklich noch hin, ne? Wir haben gute Haken gemacht. Hep. Hier wurde wieder angefasst. Beide sind jetzt geheilt, der Twite und die Claudette. Ja, jetzt seid ihr halt alle so in meinem Gebiet, ne? Ihr habt sogar beide noch eine Falle auf. Okay, okay, okay. Ihr schafft, sehr schön. Okay, dahin wurde auch nochmal gerettet. Der hat seinen harten Nehmen gezündet. Ich wollte jetzt nicht den Twite campen. Ich glaube, wäre ich ein bisschen geduldiger gewesen, dann hätte ich da auch das hinbekommen, aber meine Güte. Der geht noch zurück, sehr gut. Die Sache ist halt, die sind halt ja alle in meiner Zone. Ich habe halt hier jetzt auch keine großen Gründe, hier groß wegzugehen, ne? Okay, du läufst noch da. Ja, einmal durch. Ich habe immer so ein bisschen den Haken im Auge. Zweimal durch. Jetzt kriege ich den Hit. Einmal. Wenn du versuchst zu retten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der hat sich ein Insta hier direkt gedrückt. Daher. Claudette. Ja, danke. Damit habe ich jetzt alle vier Zeichen für Vergissmeinnicht. Die Sache ist, wenn Claudette selbst das Tor öffnet, dann bringt mir Vergissmeinnicht nichts. Das wirkt halt nur auf die anderen. Das gibt's doch nicht. Seid ihr hier drinnen? Hä?
ich habe hier direkt Rennspuren gesehen. Die sind anscheinend schon lange weg, ne? Und wir haben unseren ersten Kill zumindest. Ich denke mal auch, dass sie den Gen haben wollen. Twilight wurde auch geheilt. Ja, die Sache ist, Twilight kann sie jetzt halt, halt alle Zeit der Welt, sich die Falle loszuwerden, aber... Naja, die sind halt jetzt auch nur noch zu dritt, ne? Das ist halt nicht das Gute, dass jetzt hier hinten die letzten drei Gens waren. Dass sie es da nicht geschafft haben, die Gens gut aufzuteilen. Einmal, uff, dass ich den noch getroffen habe. Da ist mein Ziel. Das gibt's ja nicht. Die ist halt wirklich zu gut gerade, ne? Einmal. Ich denke mal, ihre Perks sind. Ding. Ja, sie muss ja den Sprintboost haben, um halt so schnell von A nach B zu kommen. Boah, ich hätte gedacht, dass sie jetzt hüpft, ne? Ich hätte auch gedacht, dass sie woanders ist. Ja. Weil sie halt diese Perks dabei hat, kommt sie halt so schnell drüber. Dass ich da echte Schwierigkeiten habe, hinterherzukommen. Aber ich muss halt Claudette jagen. Jetzt ist die nicht da. Okay. Ja. Sie ist halt so schnell im Durchhüpfen. Ich glaube halt wirklich, sie hat kalte Rückenschauer, Widerstandsfähigkeit. Das war Blutwächter. Perfekt. So. Und tap. Sache ist, sie haben jetzt eine Minute, in der sie halt nicht das Tor öffnen können. Und zusätzlich, wenn sie dann das Tor öffnen können, öffnen sie es halt deutlich langsamer. Ja, meine Tore sind halt jetzt hier beide, ne? Ich habe halt jetzt alle Zeit erwähnt. Jetzt könnte ich mich halt wieder hier hinstellen und campen. Mann, warum? Was habe ich mir dabei gedacht? Ich will ja eigentlich gar nicht campen. Aber ich meine, ich bin oft so oft in einer Situation, wo ich halt einfach gar nichts zu tun habe. 1, 2, 3. Ich weiß, dass David hier, glaube ich, auch gerade eben noch war. Die Tore können sie halt gerade nicht öffnen. Ich denke mal, die versuchen von hier unten zu kommen. Das Schöne ist, selbst wenn jetzt das Ding abläuft, dauert es halt deutlich länger, das Tor zu öffnen. Ich glaube, 16 Sekunden brauchen sie länger. Ja. Um das Tor überhaupt erstmal zu öffnen. Okay. Dort hinten hat sich jemand versteckt. Ist jemand hingelaufen? Ja, hallo David. Es leuchtet halt nur eine Lampe. Hätte ich halt kein Vergissmeinnicht dabei gehabt, dann wäre das Tor, denke ich, schon lange offen. Okay, David. Ja, lauf direkt zum anderen Tor, dort wo der Dwight ist. Sehr schön. War eigentlich offensichtlich, dass ich das mache. Okay. Das Schöne ist, ich denke auch, wenn Dwight jetzt hier die ganze Zeit am Tor sitzt, ja, der hat es noch gar nicht öffnen können. Dadurch bekomme ich zumindest drei Leute. Dwight ist beim anderen Tor. Hatte ich dich. Wenn Dwight... Oh, wäre Dwight jetzt nicht rausgelaufen. Wäre Dwight nicht rausgelaufen, wäre jetzt noch Blutwächter gekommen. Das wäre es gewesen. Naja, gut. Schade. Einer ist entkommen, kann die Geschichte erzählen. War eine anstrengende Runde. Claudette hat verdammt gut gespielt. Das ist halt so die Sache. Am Ende kann ich mich halt hier hinsetzen. Sie hängt halt irgendwie in der Mitte von meinen beiden Toren, die ich halt die ganze Zeit patrouillieren kann. Sehe niemanden, wie er ankommt. Das heißt, die Überleben sind eigentlich im Zugzwang da zu zweit oder dass einer halt hingeht, dass ich jemand anderen jagen kann. Dadurch, dass ich sich aber niemand zeigen möchte, weil es ist Endgame, ist es halt für die Überlebenden schwierig, da rauszukommen. Naja, war eine spannende Runde. Überlebende haben sehr, sehr gut gespielt. Game well played. Zum Glück hier, irgendjemand hatte halt dieses Blutstillungsmittel, ne? Zum Glück habe ich es halt gesehen und bis 8 gezählt und dann konnte ich mir den Twilight holen und dann war es halt relativ einfach, als eine Person dann raus war. Aber gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren.
Warte mal, mich interessiert trotzdem noch, wer war Claudette? X irgendwie. Nee, die hatte nicht zum schneller drüber zu. Okay, die war halt einfach so gut, die war so sehr in meinem Kopf drinne. Respekt. Na gut, ich hoffe, euch hat's gefallen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!